Hallo, hier ist Anna. Letzte Woche habe ich euch etwas über die lange Halsstrecke erzählt, warum es so wichtig ist, die zu trainieren und habe ein paar Übungen gezeigt. Diese Woche geht es weiter. Aber zuerst noch ein paar wichtige Details, warum wir das unbedingt machen sollen. Also zuerst die Haltung. Wenn die lange Halsstrecke zu schwach sind, dann fällt unser Kopf nach vorne. Und damit wir nicht in den Boden schauen müssen, verkürzen sich die kleinen Kopfstrecker und heben die Kopf hoch. Dabei gehen Schulter oft nach vorne und Brustwirbelsäule beugt oder wölbt sich zu stark nach hinten. Das versucht unser Körper natürlich auch auszugleichen, indem es starke Spannungen im Lendenbereich erzeugt und Becken fällt dabei nach vorne und Bauch auch. Aus dieser Position fällt uns natürlich schwer, große Schritte zu machen und richtig zu gehen. Und das führt natürlich zu ganzer Reihe verschiedener Probleme, über die ich in anderen Videos erzähle. Durch Verspannung und Verkürzung von kurzen Halsstrecken kommt es zu ganzer Reihe von verschiedenen Symptomen, weil dort verlaufen ja Nerven und Gefäße. Deswegen kann zum Beispiel zum Kopfschmerzen kommen, zu unangenehmen Schmerzen im ganzen Nackenbereich. Außerdem versorgende Blutgefäße werden unser Gehirn nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgen. Das führt zu Müdigkeit und Konzentrationsschwäche. Und allgemein auf Dauer auch, kann auch andere Symptome verursachen. Zum Beispiel, damit trotz allem genügend Sauerstoff in die Zellen kommt, wird Körper versuchen, Blutdruck zu steigern, um mehr Sauerstoff ins Gewebe zu pressen. Ständig hoher Blutdruck wirkt aber gefäßschädigend, entstehen kleine Risse. Zu Hilfe kommt Cholesterin und versucht, diese Risse zu reparieren. Dabei können Plaques entstehen und später auch Thrombose. Durch Mangel an Sauerstoff wird unser Gehirn nicht genügend Brennstoff für Energieherstellung haben und wir fühlen uns auch energielos und müde. Und es ist nicht nur Gehirn betroffen, weil hier verläuft auch ein wichtiger Nerv, der unsere Zwerchfell versorgt. Das ist das wichtigste Atemmuskel in unserem Körper. Wenn der auch nicht mehr arbeiten kann, dann leidet der ganze Körper an dem Sauerstoffmangel. Und das auf Dauer führt zu Funktionsstörungen oder sogar ernsthafte Erkrankungen. Und Sauerstoff braucht ja unser Körper für Energieherstellung. Dabei entsteht 32 bis 34 ATP. Und wenn das nicht passieren kann, dann führt es auch wieder zu Antriebslosigkeit und Energiemangel. Nur beim Teilung brauchen unsere Körperzellen keine Sauerstoff. Also wenn eine Zelle sich teilt, dann wechselt sie von aerobe Glykolyse in anaerobe Glykolyse. Und das ist übrigens ein Grund dafür, warum Krebszellen entstehen. Weil Krebszellen sind ja bekannt dafür, dass sie sich sehr, sehr schnell teilen. Und wenn Sauerstoffmangel herrscht, ist dieser Prozess noch mehr angeregt als vorher. Also das ist ziemlich interessant, was alles passieren kann, wenn unsere lange Halsstrecke nicht mehr aktiv werden. Deswegen machen wir mit unseren Übungen weiter und kräftigen sie. Eine Übung habt ihr ja letzte Woche schon kennengelernt. Hier haben wir mit unserem Hinterkopf an einen Gegenstand gedrückt. Das können, wie gesagt, schon Arme sein oder eine Wand oder Kopfkissen. Hier war wichtig, nicht Kopf nach hinten zu kippen, sondern Kinn immer runterlassen und mit gestreckter Hals praktisch nach hinten drücken. Das kann man übrigens auch einseitig machen. Zuerst linke Seite trainieren, dann die rechte. Das seht ihr jetzt hier auf dem Video. Und heute geht es weiter. Nachdem man diese Übung sehr gut kann und auch Ball benutzt, um alle Triggerpunkte zu lösen, machen wir gleiche Übung aus die andere Position, wo wir unseren Kopf ein bisschen beugen. Und das gleiche in diese Position machen. Also aus dieser gebeugten Haltung drücken wir mit unserem Hinterkopf nach hinten. Und dabei können wir auch wiederum das einseitig machen, zuerst links oder rechts und dann wechseln. Beim Übung Nummer 3 legen wir unsere Kinn komplett auf dem Brustbein,
Halten wieder Hände zusammen, bringen sie hinter dem Kopf und versuchen jetzt, unseren Hals zu strecken, so weit wie es geht. Am Ende sollen wir wieder aufpassen, dass wir Kopf nicht nach hinten beugen und nicht diese Bewegung machen, sondern gerade Hals und gerade Kopf mit Kinn nach unten strecken. Man kann wieder das einseitig machen, zuerst eine Seite, danach die andere. Das kann man zum Beispiel auch eine Woche lang trainieren. Wenn es wirklich sehr, sehr gut geht, dann und nur dann könnt ihr zu der nächsten Übung übergehen. Hier machen wir fast das gleiche wie in Übung 3. Wir legen unsere Kinn auf dem Brustbein und versuchen jetzt auch die Kopf zu strecken, aber zum Schluss kippen wir die leicht nach hinten, was vorher verboten wurde. Wenn auch diese Übung wunderbar funktioniert und ihr mindestens eine Woche das trainiert haben, kann man auch zu nächsten Übungen übergehen. Hier werden wir jetzt Druck mit den Armen nach unten ausüben und gegen diesen Widerstand unseren Kopf strecken. Also mit Händen nach unten drücken und Hals strecken und Kopf nach hinten bringen. Wer von euch ein Problem mit Schultergelenk hat und kann seine Arme nicht richtig heben, kann auch Handtuch benutzen. Das funktioniert dann so. Wir platzieren die Handtuch auf dem Hinterkopf und drücken dagegen. Auch spätere Übungen sind mit dem Handtuch sehr, sehr gut zu erledigen, wo wir praktisch jetzt in Neigung gehen, zu 45 Grad circa. Später auch liegen hin komplett auf dem Brustbein oder drücken mit unseren Händen nach unten und versuchen Hals zu strecken und Kopf nach hinten zu bewegen. Außerdem habe ich erzählt, dass wir auch unsere Schulterblatt stabilisieren müssen und zwar nach unten, damit unsere Schulterblattheber entspannt bleibt. Das sind die untere Trapezius und Latissimus dorsi, die wir auch trainieren müssen. Hier seht ihr nochmal, wo sie sich befinden. Und das ist dann typische Haltung bei Schwäche. Unsere Schulterblätter gehen hoch oder oft nach vorne, Kopf kippt nach unten und Hals überstreckt sich, damit wir trotzdem gerade schauen. Hier sieht man nochmal, dass der Bauch nach vorne kommt, weil Becken auch kippt. Dabei entsteht eine Spannung im Lendenbereich. Wir haben dann auch Schmerzen oft hier. Also hier wird Muskulatur ziemlich eingespannt und verkürzt meistens. Auch diese Muskeln werden jetzt nicht richtig dadurch arbeiten. Und dabei entsteht auch sehr komischer Gang, wo wir praktisch unsere Körper nicht richtig bewegen können. Normalerweise funktioniert es so. Und bei Verkürzung und Spannung und wenn das Becken auch noch nach vorne kippt und Bauch rausgepresst wird, ist das nicht mehr möglich. Dann werden Schritte sehr komisch ausschauen, ziemlich klein und man schaukelt von einer Seite zu die andere beim Gehen. Normalerweise ist ja so, Körper schaukelt nicht, sondern dreht ein bisschen. Schrittlänge verändert sich auch, wird viel kürzer. Normalerweise machen wir ja ganz große Schritte und entlasten dadurch unsere Hüftgelenk und Kniegelenk. Bei dieser Haltung ist das aber nicht möglich. Gesäßmuskulatur arbeitet hier auch nicht richtig. Deswegen ein Schritt nach hinten oder die Beinstreckung ist auch eingeschränkt. Normalerweise funktioniert das ganz gut und zwar aus dem Hüftgelenk heraus und bei dieser Haltung ist auch nicht möglich. Um Schritt zu machen, funktioniert hier Hüfte nicht und wir sind gezwungen, dann die gesamte Körper zu drehen, statt Bewegung aus der Hüfte zu machen. Und nochmal, so wäre jetzt normal. Und wenn es nicht funktioniert, dann bewegt sich statt Hüftgelenk der ganze Körper. Und natürlich führt das wieder zu Verspannungen, Schmerzen, sogar in ganz andere Bereiche als jetzt nur Nacken. Damit es funktioniert, muss, wie gesagt, unser Gesäßmuskel aktiviert werden und uns bei jedem Schritt nach vorne befördern.
Um Verspannungen hinten zu lösen, werde ich euch wieder Faszienrolle empfehlen. Ich habe euch schon eine in Kugelform gezeigt. Das ist jetzt ganz normale. Man setzt sie unten an und stellt sich an die Wand oder legt sich an den Boden und rollt langsam nach oben an. Man kann auch dann nach unten wieder gehen, besonders in Verspannung in diesem Bereich. Man kann wieder die Kugel einsetzen, dann erst auf eine Seite und dann auf andere. Und diese Roller mag ich besonders gut, weil hier, wie man sieht, eine Wölbung für die Wirbelsäule ist, was die anderen Roller nicht haben. Deswegen können sie jetzt ziemlich schmerzhaft sein. Also, ich habe jetzt wieder sehr viel zu tun. Ich hoffe, dass ihr seid fleißig dabei. Schreibt in Kommentare eure Fragen. Und ich werde mich freuen auch für eure Unterstützung. Drückt die Daumen einfach nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit ihr weitere Videos nicht verpasst. Teilt dieses Video weiter. Ich wünsche euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.